Wann haben Sie das letzte Mal gebadet? Keine Ahnung. Ich dusche nur. Hä? Gestern. Beziehungsweise geduscht. Ich bade nicht so gerne. Ich dusche lieber. Wegen Duschweg? Genau, wegen Duschweg. Benannt nach dem Schulgründer und Professor Jakob Dusch aus Altona. Wir sind in Hamburg. Mit dem Schulterblatt ist der Knochen eines Wals gemeint, der in dieser Straße über einem Wirtshaus hing. Nach welchem Körperteil ich meine Kneipe benennen würde? Zum Herzen. Zum Herzen. Zum herzlichen Herzen. Wunde Leber. Wund, wie entzündet. Also zur wunden Leber. Und nur dann nur Wunde Leber. So wär's. Hamburg hat schöne Straßennamen. Von A wie Abendbrotsweg bis Z wie Zitzewitzstraße. Da ist kaum was Durchschnittliches dabei, außer vielleicht dem Durchschnitt. Wer wohnt denn hier? Ich werde natürlich ständig belacht am Telefon, wenn ich sage, wo ich wohne. Das ist klar. Der Durchschnitt. 200 Meter lang, an seinen schmalsten Stellen keine 10 Meter breit. Ein Sträßchen zwischen den großen Straßen, zwischen Hamburgs Schneisen. Das ist so ein kleines Quartier mitten in der Stadt drinne. Man freut sich, wenn man sich auf der Straße sieht. Also es ist so ein sehr liebevoller Umgang, finde ich, im Durchschnitt und hier überhaupt so in dem Viertel. Der Durchschnitt ist wie ein kleines Dorf in einer großen Stadt. Und an seinem östlichen Ende betreibt Jörg Pflaumbaum einen Laden, den Filmgarten. Mit Verkaufsfläche draußen an der Grindelallee. Jedenfalls im Sommerhalbjahr. Der Tag beginnt um 8:30. Hamburg-Karten, Glückwunschkarten und ein paar Ideen vom eigentlichen Sortiment. Wenn man nicht gestört wird, eine Stunde. Morgens eine Stunde aufbauen, abends eine Stunde abbauen. Spart man nicht den Frühsport und das Fitnessstudio, ne? Das eigentliche Sortiment? Bücher. Viele Bücher. Und Platten. Viele Platten. Mark Almond. Rick Astley. Ricky Shane. Vicky, auf Wiedersehen, ihr Freunde mein. Aber natürlich hat Jörg auch einige von diesen modernen CDs. Man kann Begriffspaare bilden, Jungfernstieg und Hühnerposten etwa. Zur großen Freiheit gehört die kleine Schwester. Aber manche Straßen bleiben rätselhaft. Diese ist nach einem Hamburger Verein benannt. Jungs, St. Pauli oder HSV? Was ist euer Verein? Also meins ist HSV. St. Pauli. St. Pauli. Ganz klar der HSV. Die Vereinsstraße ist aber nach dem Bauverein benannt, der sie mal bebaut hat. Tja. Eine verkehrsberuhigte Einbahnstraße ist der Durchschnitt. Man fährt Fahrrad oder noch besser, man geht zu Fuß. Angelika Hanstein auf dem Weg in ihr Atelier. Sie ist Goldschmiedin und in einer halben Stunde kommt Kundschaft. So lange kann sie noch an dem einen Stück weiterarbeiten. Dass die Stücke, die hier rausgehen, die den Laden verlassen, einfach eine schöne Haptik haben. Das ist mir wirklich wichtig. Also das ist neben allem Design, ist das eigentlich der Punkt. Man muss die Sachen gern aufsetzen. Sonst hat es alles keinen Sinn. Ja, hier jetzt. Schöne Geräusche. Die Goldschmiedin kann auch Silber und angreifen. Aber im Schaufenster wechselt sich ab, was Angelika Hanstein am meisten baut. Ringe. Mit und ohne Edelstein. Mal schlicht, mal verspielt. Mal von Konfetti inspiriert. Gerade in Corona-Zeiten. Die Kundinnen sind da, Mutter und Tochter. Hallo. Nicht zum ersten Mal. Mensch, schön, kommt rein. Ja, dürfen wir. Wir setzen mal die Maske auf. Ein Ring zum 21. Geburtstag, aber welcher? Ansonsten hätte ich jetzt hier noch
zwei silberne. Das eine, das ist ein Peridot. Ja. Der hat so ein sehr frisches Grün. Die beiden haben das auch zum 18. Geburtstag so gemacht. Lieber den Ring. Lieber ein großes Geschenk als viele kleine. Ja, wir können ja dann schreiben. Genau, genau. Nee, der ist schon sehr schön. Der silberne mit dem Peridot. Oh ja, den finde ich schön. Den wird Angelika jetzt bauen. Dafür sind viele Schritte notwendig. Zuerst muss das Silber geschmolzen werden. Das wird die Einfassung von dem Stein. Ah, jetzt wird's hier. Schau mal, jetzt fängt es an. Es ist spannend. Jetzt haben wir hier Herr der Ringe. Und dann fängt das immer so an, so schön zu wackeln. Das finde ich so witzig. Dann wird es abgekühlt. So, es geht ja oft los, dass Männer kaufen den Verlobungsring, dann geht das über die Eheringe weiter, dann kommen die ersten Kinder. Und irgendwann stehen die Kinder hier, 2 Meter groß, und wollen was für ihre Freundinnen. Also das ist ganz, ganz schön, finde ich. Und dann natürlich dieses Handwerk. Das Silber wird jetzt gewalzt. Und dann ist es wichtig, dass man immer in die gleiche Richtung walzt. Und dann fällt es einem auch mal runter und dann findet man es auch mal nicht wieder. Also. Das Atelier hat Angelika seit 20 Jahren. Das zweite nach der Ausbildung. Das Entwerfen, das Gestalten, auch unter Berücksichtigung der ganzen Wünsche, die die haben. Also, ja, das ist mein Beruf. Ein guter Millimeter ist das, ist 1,1 Millimeter. Es gibt genau eine Möglichkeit, im Durchschnitt einzukehren. Das Öxle, deutsche und internationale Küche. Im Sommerhalbjahr auch mit Terrasse an der Bordsteinkante. Eine Corona-Folge. 4 Parkplätze hat die Stadt umgewidmet, damit man bei Frischluft essen kann. Ein Armring oder ein Fingerring? Ehering. Eheringe, aber nicht aus Metall. Im Öxle bespricht Angelika ihre Spezialaufträge mit Michael. Gerne, was eine weichere Haptik hat als Metall. Lodemeer mit Lauchgraupen und... Der Öxle Wirt, Christian Planko. Und grüßen dir schon. Guten Appetit. Gerne. Horn geht nicht kaputt. Warum soll das Horn kaputt gehen? Michael empfiehlt Horn für die Ringe. 30 Jahre oder so. Aber hält das auch? Ich gehe ja von so ganz... 30 Jahren bist du doch, in 30 Jahren sind die dreimal geschieden. Aber das ist schon interessant mit dem Horn. Das schwarze Horn würde ich mit Silber machen. Und das hellere Horn, das grüne, würde ich mit Gold machen. Der Ludemer braucht Pfannenkontakt. Christian Planko aus Düsseldorf. Nach den 4 Jahreszeiten, nach dem Atlantik, jetzt das erste eigene Restaurant. Weniger exklusiv, mehr kreativ. Das sind die Lauchgraupen. Die werden in Geflügelfond gekocht. Die Speisekarte schreibt er jetzt selbst. Das sind alles meine Gerichte, die ich so in den letzten Jahren entwickelt habe. Und den Namen dazu, das Öxle eben. Ist halt sehr persönlich. Man kennt sich, man sieht sich, man trifft die Nachbarn. Man leidet zusammen. Ich kenne die alle. Ich wohne und arbeite hier an der Ecke im Gitarrengeschäft und sehe sie kommen und gehen von 4 Seiten. Michael ist Gitarrenbauer, genau gegenüber. 3 Schritte bis zum Ludemer. Für die Nachbarn auch mal eine kleine Portion. Einmal der Ludemer mit den Lauchgraupen und dem Krustentierschaum. Und einmal der Steinbutt mit der Erbsenvelouté, geschmorte Karotten und Karottenpüree. Ein Ludemer. Aber aus dem Meer kommen die auch alle. Ne? Jo. Am Abend zeigt der Euronorm-Schrankenzaun, was er auch kann. Und damals, wenn man ihn lässt. Christian Planko nutzt das ganze Potenzial seiner Anlage. Damals war alles so analog. Nach dem Corona-Winter ist der Sommer unterm Fernsehturm die Chance, sich jetzt doch noch einen Namen zu machen. Eröffnung war im November vor Corona. Im August... Davor der erste Besuch im Durchschnitt. Da geht man dann natürlich auch noch mal ein paar Tage in sich und überlegt sich das genau, willst du das wirklich jetzt machen? Aber
Eigentlich war es immer klar. Eigentlich wusste ich immer, dass das passt. Schnittstelle Durchschnitt Grindelallee. Filme haben im Filmgarten durchaus noch ihren Platz. Aber er ist nicht mehr so exklusiv. Die Arthouse-Videothek der Nullerjahre ist heute auch Antiquariat. Aber vor allem ist sie Plattenladen, Popmusik. Für jeden Fan ein Fach und für jeden Experten einen Fachberater. Jörg Pflaumbaum. Guck mal. Originalverschweiß. Ja, da lacht doch das. 180 Gramm. Von Jazz bis New Wave, von Folk bis Country bzw. Western. An den Stiefeln erkennt man die Stammkunden, die Johnny Cash noch erlebt haben. Johnny Cash, das Gefängnis, ja. Gefängniskonzert. Also der ist da wirklich groß. Und hat breite Schultern und er hatte überhaupt keinen Hintern in der Hose. Und es gibt nicht nur Johnny Cash. Roger McQueen und Michael Clark und Gene Clark und Chris Hillman. Da kann Jörg lange suchen. Die wirst du haben, aber ja. Bei der bin ich mir nicht so sicher. Doch, habe ich ja auch. Hast und auch trotzdem. Den habe ich mal in der Nähe von Nashville gesehen, in so einer kleinen Scheune. Internationale Stammkunden kommen auch, manche mit Familie. We've got that one. So have we got that one? That's his. He was on all the records of Wings. What? He was on all the records. Immer noch erweitert Jörg Pflaumbaum das Sortiment, aber nur so, oh, das ist aber schwer, dass er den Überblick behält. Vor 6 Jahren brauchte er eigentlich nur ein Lager für sein erstes Geschäft. Bin ich hier vorbeigekommen, habe mir das hier angeguckt, hatte gefragt, kannst du dir das vorstellen, dass du hier mitmachst? Und damals war das halt hauptsächlich eine Arthouse-Videothek, noch nicht so viel Musik. Und ich habe gesagt, ja, ich mache Musik, du machst die Filme, passt. Heute ist Jörg einer von 2 Chefs und auf gute Mitarbeiter angewiesen. Du wolltest mir sagen, welchen Kasten mit den überzähligen Büchern nicht, die Nummer. Muss ich dir einen raussuchen, ja. Ich glaube, 23 ist der nächste. 23, gut, ist doch ein Wort. Uli Lohse ist ein sehr guter Mitarbeiter. Alles klar, Telefonnummer, das Problem lösen wir irgendwie. Probleme lösen mit am meisten Spaß. Auf Teilzeitbasis im Ruhestand. Von 1983, Aufbauverlag. Veröffentlichung der Akademie der Künste. Ich gucke mir alle Bücher an. Sachen aus der ehemaligen DDR gehen meistens ganz gut. Uli kümmert sich um Neuzugänge, etwa aus Nachlässen. Da ist es Julia ohne Romeo. Die interessanteren stellt er in den Online-Verkauf. Aber zu welchem Preis? Wird für 29 Euro gebraucht angeboten. Wir stellen es ein mit 28,99. Wer hat das da hingestellt? Ich. Ja, man kommt ja nicht voran, wenn immer jemand dazwischen funkt. In der Mitte des Durchschnitt der Gitarrenladen, wo die Kunden einzeln empfangen werden. Nimm noch mal die hier. Ist das lauter? Hab ich den einen? Gerade ist Emanuel Egmont bei Michael Wichmann, einer der führenden Flamenco-Gitarristen Hamburgs. Und ein Ausstellungsstück aus Zypressenholz. Die liegt mir am besten in der Hand, weil die meiner Gewohnheit zu spielen am nächsten kommt. Vom Hals, vom Klang her, auch von der Seitenlage ist die für mich am angenehmsten. Die aus Zypresse, die könnte es werden. So eine wird Michael jetzt bauen. Für eine Gitarre braucht er ungefähr 2 Wochen. Mit Vorder- und Rückseite geht es los. Druck muss auf den Leim. Das, was ich hier habe, nennt sich im Fachjargon Himmel. Wenn man hier oben am Himmel sich abstützt. Ne? Das, was wir hier haben zum Beispiel, ne, das ist ja genauso. Dass wir die ganzen Strahlen, und die nennen wir Strahlen, die nennen wir Balken, die werden auch alle genauso in derselben Technik aufgeleimt wie da. Seinen ersten Gitarrenladen hatte Michael im Hamburger Karolinenviertel. Das Schallloch vor bald 50 Jahren.
Buschelkopf 1976 etwa. Da war ich ein attraktiver junger Mann. Ne, guck mal. Mittellange Haare, irgendwie so ein bisschen italienisch, französisch, ein bisschen Künstler, so, aber auch nicht so viel. Auch praktischer junger Mann. Ne, so. Der eigentlich Maschinenbau studiert hatte. Meine Mutter hatte dann gesagt, als ich das machte, ach, was machst du? Du hast doch so einen schönen Beruf und du verdienst so schön viel Geld als Maschinenbauingenieur. Warum machst du das denn mit den Instrumenten? Ne? Wir haben doch alle so einen Drang, irgendwie unser Leben spannender zu machen. Der nennt sich Hasenleim. Der ist aus Hasenhaut und Knochen. Von Hasen. Wieder wird zuerst geleimt, dann Druck aufgebaut. Diesmal mit dem Bindfaden. Seine erste Gitarre hat Michael aus Neugier gebaut, neben dem Beruf. 1965, da war er 20. Ein Hamburger Jung. Mechanikerlehrer in Altona, Ingenieur im Abendstudium, dann die Gitarren. Der Durchschnitt ist für mich, hallo. Ich habe hier immer gewohnt und gearbeitet. Ich kenne hier die Leute. Ich weiß, am Schuhklappern hinter mir weiß ich, wer es ist. Der Durchschnitt ist für mich eine Art Heimat. Manche Straßennamen klingen vielleicht nach Hamburg, aber nicht nach Straße. Vorsetzen an der Elbe, Katrepel, Pickhoven in der Speicherstadt. Manche waren früher nicht mal eine Straße. Der Herrengraben war ein Fleet, eine Art Stadtkanal. Und eine gibt es, die muss man erst mal richtig buchstabieren. WVUTS. R. Q, P. D, C, B, A. Ja, sehr gut. Das kleine ABC. Bloß rückwärts. Die Kartonbleiche heißt nach einer ehemaligen Baumwollwäscherei. Hier befindet sich das Hamburger Staatsarchiv. Wenn man nach dem Durchschnitt fragt, dann recherchiert möglicherweise die Referatsleiterin Anke Hönnig. Zuerst mit Hilfe des sogenannten Geoportals, eine Art erweiterter Stadtplan. Ja, ich kann mir dann, wenn ich möchte, mir auch noch die Schrägluftaufnahme anzeigen lassen. Das heißt, hier haben wir den Durchschnitt. Eine kleine Straße. Mit 32 Hausnummern ist das ja sehr muckelig und überschaubar. Wenn man es aber genauer wissen will, dann könnte die Archivarin eventuell Unterlagen kommen lassen. Eben aus ihrem Staatsarchiv. Hamburg im 18. Jahrhundert. Hier haben wir dann mal den Überblick zur hamburgischen Stadtbefestigung. Und dort ist dann halt der Durchschnitt eingezeichnet als Weg, der quasi diese Befestigungsanlage durchschneidet. Im 19. Jahrhundert spielt die Festung keine Rolle mehr. Aber der Durchschnitt ist noch da. Der erste Durchschnitt, der liegt hier. Nach der Aufhebung der Torsperre wurde dann halt das Gebiet bebaut. Vorher waren da ja immer noch Wiesen dazwischen und da war dann eine städtische Bebauung. Zu guter Letzt, 1899, werden die beiden Durchschnitte der alten Befestigung umbenannt. Aus dem ersten Durchschnitt wird der Durchschnitt und aus dem zweiten Durchschnitt wird die Renzelstraße. Mit durchschnittlich hat der Durchschnitt also nichts zu tun. Die Goldschmiedin und ihr Ring aus Silber. Auf Walzen, Sägen, Löten folgt Fräsen, Schleifen, Bohren.
Das Witzige ist, wenn ich zum Zahnarzt gehe, habe ich immer ein bisschen das Gefühl, ich bin zu Hause. Weil die Geräusche sind eigentlich ein bisschen so wie hier in der Werkstatt. Die Fassung passt. Der Stein fehlt noch. Angelika ist in Thüringen aufgewachsen. Ein Familienfoto, oha. In Erfurt. Meine beiden Geschwister, mein Bruder und meine Schwester. Also ich war, glaube ich, ein sehr fröhliches Kind. Also ich habe viel gelacht. Es gibt ja auch die ganzen Fotos, eigentlich lache ich immer. Ein Farbfoto, da war wahrscheinlich irgendein Besuch aus der Bundesrepublik da, ein sogenannter Westbesuch. Die haben mir dann immer die Farbbilder gemacht. Angelika im blauen T-Shirt. Ich habe in Erfurt immer NDR 2 gehört. Ich kannte ja in Hamburg die ganzen Straßennamen vom Verkehrsfunk. Das ist so schön, wenn am Himmel so schnell die Wolken ziehen. Das hat man fast nur in Hamburg, finde ich. Mit Mann, zwei Söhnen und Juri lebt Angelika im Durchschnitt. Wenn der jüngere Sohn aus der Schule kommt und es im Atelier gerade passt, wechselt Angelika die Etage und kocht. Basilikumpesto zum Beispiel, nach Art der Küchenmaschine. Ist jetzt wohl ganz schön salzig geworden. Mal wieder zu salzig, sagt Angelika. Aber Milan ist nachsichtig. In der Kartei ja auch drin, wegen Elternvertreter. Das Wohnhaus der Familie in Erfurt. Das war meine Werkstatt in Erfurt, meine erste Goldschmiedewerkstatt. Anfang 1989. Ein Jahr später lebt Angelika im Westen. Hier werden nur die wenigsten Goldschmied, sagt man ihr, an der Berufsschule im Allgäu. Als ich mich da erkundigt hatte, hieß es damals, es sind etwa 600 Bewerber auf, ich glaube, 40, 50 Plätze, ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe ich gedacht, nee, das schaffe ich ja nie. Und habe mich dann erstmal gar nicht beworben. Und dann später wurde aber mein Leidensdruck so groß, dass ich dachte, nee, ich muss mich jetzt einfach bewerben, ich probiere es. Es klappt. Das war eine tolle Zeit, echt. Absolut. Christian Planko, der Öxle-Wirt, braucht Hilfe. Dürfte ich mir vielleicht mal 10, 15 Minuten eine Sackkarre ausleihen? Ja, gerne. Da gibt's nur eine Adresse, den Pop-, Folk- und Country-Experten. Leider ja. Jörg Pflaumbaum ist der Werkzeugkasten im Durchschnitt. Ganz klar. Die ist vollkommen in Ordnung. Das ist natürlich. Sie ist Durchschnitt. Es wird Herbst in Hamburg. Zum 1. Oktober ist Schluss mit der Sondernutzungserlaubnis Außengastronomie durch die Behörde. Schweren Herzens baue ich ein Stück meines Restaurants zurück. Also es ist. Die Terrasse hat dem Öxle gut getan. An manchen Abenden gab es draußen keinen leeren Platz mehr. Jetzt werden aus 24 Sitzplätzen wieder 4 Parkplätze. Vorbei der Sommer in der Nachbarschaft. Die schönsten Momente werden Erinnerung. Der Lammrücken. Ich hatte mal einen Lammrücken, der war sehr lecker. Die Euronorm-Deko holt morgen die Polizei. Anderswo in Hamburg geht es draußen weiter. Jeden Sonnabendnachmittag ist Schanzenmarkt. Die Hälfte des Umsatzes mache ich mittlerweile mit PayPal auf dem Markt. Feintuning! Jörg hat den Stand gegenüber der Roten Flora erwischt. Das Schanzenviertel ist immer noch laut und bunt, aber die Ladenmieten sind hoch, die Standmieten dagegen gering. Für Schmuck, Smoothies und historische Fahrräder.
Für Jörg Pflaumbaum ist der Markt auch die Gelegenheit, auf seinen Laden hinzuweisen. Eine Karte habe ich nicht, aber Grindelallee 37. Der Verkauf beginnt eher schleppend. Ein Leben für gute Musik ohne Streamingdienste. Ist das nicht aus der Zeit gefallen? Nein, eigentlich nicht. Bei Schallplatten bin ich noch nicht einer der letzten der Art. Bei Filmen und bei CDs, klar, da fühlt man sich irgendwie wie so ein Dinosaurier. Aber bei den Platten, da mache ich mir keine Sorgen drum, überhaupt nicht. Man muss nur Geduld haben. Hi. Der junge Mann interessiert sich für ZZ Top. Das kann Jörg im Schlaf. Jetzt sind sie noch zu zweit, zu dritt, ne? Zwei mit Bärte und der dritte ohne Bart heißt Beard. Aber nicht zu viel erzählen. Erst mal abwarten. Direkt verschenken an eine Freundin, zu dem ich gleich gehen. Cool. Wunderbar. Passt. Da muss ich noch mal zur Bank rennen. Ich muss noch mal ganz kurz zur Bank. Kein Problem, ich bin da. Oder mach PayPal, geht auch. Aber dann muss der Kunde angeblich erst Geld holen. Das kennt Jörg schon. Aber was soll's? Von wegen Vertragsabschluss und ein Kunde mit Potenzial. Danke dir auch. Komm gerne in den Laden rein, Grindelallee 37. Grindelallee 37, alles klar. Weißt du Bescheid, ey. Aber eine Freude. Viel Spaß damit. Ciao. Am späten Nachmittag zurück im Filmgarten, in dem es aber nicht nur Bücher, Filme, Platten und CDs gibt. Der bewährte Mitarbeiter Uli Lohse hat das Sortiment erweitert. Das ist ein Rosé aus, von der Golanhöhen. Alle Weine vom Golan sind gut, das versteht sich von selbst. Uli Lohse hat neben dem Nebenerwerb noch einen kleinen Onlinehandel mit koscherem Wein. Der wird da drauf geklebt. Du gehst heute noch zur Post. Nimm es bitte mit. Post kann der Chef auch. Der Filmgarten ist auch Paketdienstfiliale. Um 5 wird abgeholt. Wollen wir Pakete raten, was da drin ist? Schuhe. Ja, ich hab gewonnen. Und den scannen wir aus. Bing, bong. Einer nach dem anderen. Wollen wir Pakete raten machen? Ich glaube, da sind Schuhe drin. Ja, da sind Schuhe. Ja, schon wieder gewonnen. Ist das nicht toll? Dazwischen dann aber auch mal ein Musikfreund. Metal. Heavy Metal. Death Metal, Black Metal, Thrash Metal. Ja, das ist Da hinten ist das Metalfach. Jetzt nehmen wir erstmal die neu angekauften Hörspiele weg. Warte, Ami, ne? Ich guck mal schnell durch. Hau mal wieder ab, okay? Aber leider nichts dabei. So, wir sind dann durch. Danke. Gerne. Uli Lohse ist jüdischer Bewohner. Nicht im Durchschnitt, aber im Grindelviertel drumrum. Das einmal geprägt war von jüdischem Leben. Ein Laden, in dem ich koschere Lebensmittel kaufen kann, ein Laden, in dem ich Ritualartikel kaufen kann und Straßen, in denen erkennbar jüdische Menschen flanieren. Ist das hier so? Nein. Die jüdische Schule im Viertel wächst. Die Synagoge soll wieder entstehen. Mehr als 2000 Juden leben heute in Hamburg. Aber jüdisches Leben in der Straße? Ab 1942 entstanden diese Mehrfamilienhäuser. 1937 war der jüdische Friedhof an gleicher Stelle eingeebnet worden. Die Gebeine wurden gegen den jüdischen Brauch zum Friedhof Ohlsdorf gebracht. Ein Gedenkstein erinnert heute an diesen Tag des Zorns. Dass man den Friedhof aufgelöst hat oder die Auflösung erzwungen hat, stellt eine Schandtat dar, die ihresgleichen sucht. Ein Gedenkstein mit sechsspuriger Straße.
Eine sechsspurige Straße mit Staatsarchiv. Die Geschichte der Stadt ist immer auch eine Geschichte ihrer Friedhöfe. Am Durchschnitt gab es gleich mehrere im 18. Jahrhundert. Hier ist der Pestkirchhof und der Judenkirchhof. Weit draußen, wo er niemanden stört. 1909 die letzte Bestattung. Dann war er weiter Friedhof, weil es ja im jüdischen Glauben die ewige Totenruhe gab. Das heißt, er wurde auch gepflegt und wurde dann 1937 auf Veranlassung der hamburgischen Verwaltung abgetragen. Aus dem Durchschnitt draußen vor der Stadt war da längst ein Viertel in ihr geworden. Aufgebaut auch von jüdischen Bewohnern. Das Grindelviertel eben, vielleicht nach dem Wald benannt, der hier mal stand. Heute eines der beliebtesten der Stadt. Das sind jetzt so unsere Arbeitshilfsmittel, wenn wir mal nach auf alten Stadtplänen etwas suchen wollen. Der Durchschnitt und sein Friedhof, die Keimzelle des modernen Grindelviertels. Aber jüdische Straßennamen sucht man hier vergeblich. Soweit ich erinnere, wurde in dem Viertel nicht viel umbenannt. Was natürlich 2019 dazugekommen ist, ist der Arigoral-Platz, der ja auch im Grindelviertel liegt, als Ehrung an Arigoral, der ja ein Hamburger Künstler und Schriftsteller war. Ein neuer Platz in einem Viertel aus Altbauten. Ein junges, buntes Viertel mit einer besonderen, auch tragischen Vergangenheit. Die Reichspogromnacht am 9. November 1938 war der Anfang vom Ende des jüdischen Lebens. 10.000 Hamburger jüdischen Glaubens wurden bis 1945 ermordet, die meisten aus diesem Viertel. An sie wird erinnert mit Stolpersteinen und am 9. November mit Lichtern auf dem Gehweg. Alle machen mit. Mieter, Gastwirte, Einzelhändler, Country-Fans. Grindel leuchtet, heißt diese Nacht der Erinnerung. Sie leuchtet auch im Durchschnitt. Von einer sechsspurigen Straße zur anderen. Dieses Sträßchen dazwischen, mit seinem Katzenkopfpflaster im Osten, mit der Bundesstraße in der Mitte. Mit den in der Nazizeit begonnenen Bauten auf einem ehemaligen jüdischen Friedhof. Mit dem Fernsehturm wie ein Wächter. Und mit diesem Neubau am Westende, der gerade erst fertig geworden ist. Im Parterre eine Galerie. Es ist das Büro und das Atelier einer Inneneinrichterin. Anna-Maria Lipper. Nicht immer nur weiße Wände, auch große Möbel für kleine Räume. Und Lampen, Lampen, Lampen. Nein, sagt Lipper, nicht jeder, der wohnt, kann auch einrichten. Ich bin eigentlich eher spezialisiert auf die Beratung. So dass der Kunde von vornherein eine gewisse Sicherheit hat, keine großen Fehler macht, die viel Geld kosten. Also ein Einrichtungsberater ist eigentlich dafür da, um Geld zu sparen. Aktuell hat Lippe in Mecklenburg zu tun, in Frankreich außerdem und immer wieder in Hamburg. In Alsternähe muss ein kleines Dachgeschoss neu gestaltet werden. Eine Einraumwohnung, 60 Quadratmeter. Eigentlich keine schlechte Lage, aber auf den ersten Blick nicht gerade attraktiv. Auf den zweiten schon. Wenn Sie jetzt Gäste haben, wenn Sie Essen, Küche, Kamin und da haben wir unseren Schlaftrakt und dann haben wir dort zwei Bäder. Ich denke, das ist für eine Person oder auch für zwei Personen, die sich sehr gut verstehen, ist das dann perfekt. Verantwortlich bis dahin.
Anna Maria Lipper. Es wird hier alles erneuert. Ich werde eine neue Decke einziehen lassen, die Balken bleiben bestehen, Wände werden erneuert, Fenster werden erneuert, Heizungen kommen raus, neue Heizungen rein, der Fußboden wird erneuert. Und dann stelle ich Ihnen die Hausschuhe vors Bett. Dann ist es fertig. Wo das Bett hingehört, weiß sie natürlich auch. Und welche Möbel dazu passen. Wenn der Kunde will. Nichts muss, alles kann. Ein Elektrokamin sollte aber, wenn irgend möglich, schon drin sein. Die Kaminsimulationen heutzutage sind atemberaubend. Hier können Sie sich eine schöne Kaminfassade aussuchen. Den würde ich dann empfehlen. Sehr schlicht. Vom Esstisch können Sie den Kamin sehen. Von der Sitzecke, auch vom Schlafraum. So, sowas würde ich Ihnen dann heute empfehlen. Dann mal los. Zuerst macht Lipper natürlich den Zeitplan für die Handwerker. Die Feile ist eigentlich für Pferdehufe, geht aber am besten. 25, muss runter auf 22. Michael Wichmann ist an der nächsten Schlüsselstelle am Gitarrenhals, aus harter Zeder. Gleich müssen die ersten Saiten drauf, provisorisch. Adela ist schon dabei, Michaels Frau. Die roten. Die blauen, meinst du? Die blau? Die ist blau. Gib mir blau. Mhm. Danke. Jo. Das war der erste Ton. Was ist eigentlich mit Laterne laufen bei dir? Der Enkel aus der ersten Ehe will mit Opa spielen, aber Opa hat eigentlich keine Zeit. Dann kann Enno auch was anderes machen. Seine Mutter ist Michaels Schwiegertochter. Adela hört zu. Erster Eindruck. Also ich glaube, sie ist in also Richtung hell, würde ich sagen, schon. Ja, ja. Ungefähr Michaels Tausendste. Sie muss noch lackiert werden, ist noch längst nicht fertig. Mit Dagmar geht Michael 1981 nach Andalusien. Das ist jetzt Almuñeca auf dem Berg oben, Spanien. Zum Gitarre bauen. Es werden 5 Jahre. Ich war ein Fan von Flamenco-Musik. Ich wollte dem näher sein und mehr davon verstehen. Leute kennenlernen, Gitarrenbauer aus Südspanien kennenlernen, was wir dann reichlich gemacht haben. Wenn ich heute noch nach Granada gehe und so einige Gitarrenbauer aufsuche und ich sage, ich bin der und der, kann sich noch erinnern, so, ah ja, der Deutsche, der da am Strand Gitarren gebaut hat. 1986 zurück in Hamburg, im Durchschnitt. 2 Kinder sind in Spanien geboren, sie wachsen in Deutschland auf. Die Eltern leben sich auseinander und trennen sich. War eigentlich keine so glückliche Zeit. Aber es ging ja weiter. Mit Adela lebt Michael heute gleich neben der Werkstatt. Ob Opa jetzt spielt? Er hat die Kiste mit den Abalone-Schnecken aus dem Keller geholt. Da waren Tiere drin, weißt du das? Und die haben dann hier durch diese Löcher haben sie ihre Nahrung reingesaugt. Guck mal. So, Henno. Michael hatte von dieser besonderen mexikanischen Art gehört und fuhr ins Land. Wir trocknen sie ein bisschen ab, warte mal. Waren eigentlich die Muscheln, ne? Also sonst wäre er nicht nach Mexiko gekommen und ich hätte ihn auch nicht gern gelernt. Aus dem Perlmutt der Abalones wollte Michael Schalllochrosetten bauen. Der erste Abend mit einer Übersetzerin namens Adela und 2 Mariachis. Das war das Schönste, was mir passieren konnte. Nicht jeder ICE aus Berlin fährt durch bis Hamburg-Dammtor. Kerim Sattar musste im Hamburger Hauptbahnhof umsteigen. Die letzte Strecke geht er wie immer zu Fuß.
einmal kurz durch die ehemalige Stadtbefestigung, heute Planten und Blumen, und dann ist er da, im Durchschnitt. Kerim hat hier mal gewohnt. Er war Angelikas Nachbar. Hallo. Vor allem aber ist Kerim Make-up-Artist. Arbeitsessen im Öxle. Vielen Dank. Ich hab dir sogar deine Rinderroulade. Oh Mann, ich, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte hatte. Ich habe gerade schon zu Angelika gesagt, man darf hier sitzen, die Maske abziehen. Genau. Ja. Kerim nimmt die Rinderroulade. Das war absehbar. Christian Planko ist vorbereitet. Wenn man Zwiebeln anbrät, das kriegt immer gut. Wenn man seine Gäste beeindrucken will, glaube ich, dann muss man kurz bevor die kommen, einfach mal so ein paar Zwiebeln auf dem Herd anspitzen. Und dann riecht die ganze Wohnung gut. Und dann denken die Gäste schon, wer weiß, was da auf den Tisch kommt. Die Füllung mit Zwiebeln, Karotten, Lauch und einem bisschen Tomatenmark. Ja, also es ist wirklich Kerim ist bekannt, nicht nur in Berlin, nicht nur als Stylist. Hat er ein Kleid zum Make-up, wird er gefragt. Oh, das ist die Kaffeemaschine. Oder sogar einen Ring? Ich zeig dir jetzt meine neuen Sachen. Ja, super gerne. Und dann können wir vielleicht mal einmal drüber schauen, was jetzt an Events ansteht und was wir... Also, oh. Ich habe einen neuen Ring. Und zwar der Ring des Aufbruchs. Jetzt. Es ist der Ring für nach Corona. Also ich dachte, ja, Corona wäre jetzt schon mal langsam vorbei. Deshalb, also, ach, und bitte. Das es gibt ist ja toll. Es müsste, einer müsste dir aufpassen, glaube ich. Drei englische Buchstaben. Und alles, was Now. Halt mit Ziffern hat Angelika auch schon gespielt. Die Vieren trägt jetzt Barack Obama. Der 44. Präsident, also aber auch zwei Legislaturperioden. Dann wiederum genau, zweimal genau, vier. Genau. Dann sein Geburtstag ist der 4.8., glaube ich. 4.8., was ja auch wieder dieses Zahlenspiel rausholt. Genau. Und dann gab es noch eine Assoziation. Es war am 4.4., als du es ihm überreicht hast. Und der 4.4. war das Datum, genau. Also besser hättest du es nicht treffen können. Und daraus Manschettenknöpfe für Barack Obama aus dem Durchschnitt. Hier trägt auch jemand deinen Schmuck. Das ist noch von ganz früher, das hast du noch gar nicht. Ein Team, Kerim und Angelika, von der Berlinale bis inzwischen zur Oscar-Verleihung. Und die werden im Labor, gezüchtet. Boah, ist das ein Gerät. Gebraten, geschmort, gefüllt und vernäht. Die Rinderroulade und ihr Gemüse. Fertig. So, das ist die Rinderroulade mit Karotten, Selleriepüree und Karottenpüree. Ach, toll, das danke. Das sieht ja toll aus. Ja, also vielen Dank. Vielen Christian. Gerne. Das ist ja ein Treat. Soll ich jetzt was sagen? Man muss erst mal auskauen. Erst mal. Masterpiece, oder? Köstlich. Am Abend ist Kerim zurück in Berlin, Angelika zurück im Atelier. Ein kleiner Auftrag aus der Nachbarschaft. Der Auftrag ist, das auszutauschen, diese Platte gegen diese lustige orange Muschel. Das Ganze an einer Art Schnur dauert keine Stunde. Angelika liefert das Ergebnis gleich ab. Bei Anna-Maria Lipper für einen kleinen individuellen Umbau. Natürlich perfekt. Das ist perfekt. Ne? Manchmal, sag mal. Ja, ja, aber gut macht sie das. Guck mal, sie dürdelt das rein. So, wir haben das jetzt, ich hab's jetzt drin, ja? Die Lampe mit Schnecke schicker als mit Scheibe. Es kommt immer noch auf die Details an. Auch im Zeitalter der Elektrokamine. Genau so machen Sie das. Super, alles klar. Gut. Bei mir muss immer ein klein wenig schräg sein, weil junge Leute mögen sehr gerne ausgefallene Dinge. Oder wenn sie anders sein mögen, selbstverständlich muss es nicht sein. Aber wenn man mich lässt, gehört eigentlich immer eine Feder an den Hut. Ja? Am nächsten Tag unterwegs zu dem kleinen Dachgeschoss. Es geht nicht so voran wie bei Lipper üblich. Der Corona-Stau eben. Immerhin auf ihre Handwerker kann die Einrichterin sich verlassen. Aber lieber einmal mehr als einmal zu wenig auf der Baustelle. Ihr ummantelt den auch, ne? Ja. Wir haben schon eine Latte vorgeschraubt. Ja. Wenigstens ein sichtbarer Fortschritt, die Decke.
Bis jetzt bin ich zufrieden. Es war sehr schwierig mit den Handwerkern. Zeitlich. Das ist vorher. Vorher, vorher. Ein anderes Einraumappartement. Ein Beispiel. Jetzt zeige ich einmal, wie es dann nachher aussehen könnte. Die Wohnung ist eine zweite Haut, sagt Lipper. Sie sollte passen. Aus einem Raum können Sie alles machen. Wenn Sie gut sind, können Sie daraus alles machen. Themenwechsel. Die Lipper, wie sie heute genannt wird, war die eine Hälfte eines Paars, Bernd und Anna-Maria. 67 war das. Wir haben gepasst. Ja, 45 Jahre haben wir gepasst. Und es hat immer Spaß gemacht. Nicht immer, aber meistens. Ja. Die junge Frau aus Kiel und die alten Möbel aus England. Das war einmal fast unverschämt frech. Es war die Zeit vor dem IKEA-Boom. Ein Laden in Hamburg-Pöseldorf. Also eröffnet haben wir im November 72. Das war das Stadtgespräch generell. Es war visionär, es war das Nonplusultra. Es gab nichts Schöneres und es war natürlich furchtbar vornehm. Ja? Eine Mischung aus Luxus und Subkultur, heute unvorstellbar. Als aus Pöseldorf dann Schnöseldorf wurde, wurde es der Lipper zu langweilig. Da habe ich gesagt, warum gehen wir denn nicht mal nach USA und eröffnen dort ein Geschäft? Und dann hat er gesagt, jo, warum nicht? Ich sage Ihnen, wie es war. Ein halbes Jahr später hatten wir ein Geschäft in Houston, Texas. Es lief glänzend, genau wie später die Läden in Hartford, Connecticut und Washington, D.C. Und da hat uns mal ein Freund zur Seite genommen und gesagt, so, jetzt sag mal ehrlich, warum seid ihr weggegangen? Wir konnten es nicht anders erklären. Weil wir waren abenteuerlustig. Mein Mann und ich und unser 10-jähriger Sohn in Texas, Houston, Texas. Vor 9 Jahren stirbt Bernd Lipper plötzlich. Seit 3 Jahren ist Anna-Maria im Durchschnitt. Sie erreichen den Durchschnitt sehr gut. Sie können ihren Standort einfach angeben. Sie kommen vom Dammtor und fahren Richtung Fernsehturm. Die Räumlichkeiten sind für mich sehr, sehr schön. Und eins noch. In meinem Alter habe ich auch glücklicherweise einen Beruf, den ich nicht aus Altersgründen aufgeben muss. Und ich bin froh, dass ich ihn habe. Weil mit mir können Sie nicht darüber sprechen, was wir heute zu essen haben oder was wir auch gerne mal für 10 Minuten. Oder ob ich jetzt mit Ihnen im Wald spazieren gehe, da bin ich nicht der Typ. 3, 5, 7. Hamburgs Straßen können ungerade sein. Oder sehr gerade Alleen. Und immer wieder haben sie beinahe rührende, fast kindliche Namen. So wie diese hier. Können Sie den Straßennamen mal pantomimisch darstellen? Okay. Die Rutschbahn, genau. Anke Hönnig vor dem Filmgarten. Für was würde sie sich entscheiden? Ich glaube tatsächlich für das Hörbuch Der Schatten des Windes. Die Referatsleiterin aus dem Staatsarchiv hat genügend Karten, Grafiken, Lexikoneinträge gesehen. Sie macht sich jetzt selbst ein Bild. Ich bin jetzt kein Bauhistoriker, aber es ist ja doch noch viel Jahrhundertwendebau da und ein paar niedrige Gebäude, die vielleicht tatsächlich noch älter sind, weiß ich nicht. Aber fand ich spannend. Eine Handvoll Geschäfte. In einem wird gerade das Schaufenster neu dekoriert. Angelika Hanstein präsentiert ihre Schmuckstücke jetzt von Pflanzen umgeben.
auf umgekehrten Sektkelchen. Diesen blauen Stein finde ich total schick. Da wüsste ich gerne, was das für einer ist. Dieser dreieckige? Ja, den dreieckigen davor. Das ist Aquamarin. Die Steinhände oder die Steinschleifer. Die zweite Hälfte fehlt noch. Die Häuser auf dem Friedhofsgelände, der Fernsehturm im Westen und die Zusammenfassung. Dass es wie so eine kleine Insel mitten in der Stadt ist, wo vor, am Anfang und am Ende vierspurige Straßen sind mit viel Lärm und dazwischen ist es unglaublich beschaulich. Zwischen der Grindelallee und an der Verbindungsbahn, der Durchschnitt. Bei Gitarren Wichmann in der Durchschnittmitte war Anke Hönnig nicht. Da ist aber auch gerade geschlossene Gesellschaft. Enno will jetzt auch wissen, was das für Fotos sind, die Opa in den letzten Tagen rausgesucht hat. Papa hilft, Mario, Michaels Sohn. Das ist Opa, ne? Guckt da gerade in der Gitarre. Immer Opa, 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 immer Opa und seine Gitarren. Das ist auch irgendwie schon fast vulgär. Ist das auch Opa? Nee. Was sind das denn? Hier ist der Opa, ne? Opa Michi, meine Schwester Lisa und ich. Lisa kennst du auch, ne? Ja. Die Familie wohnt nebenan im Durchschnitt. Da kann Enno auch dann zu Opa, wenn der eigentlich einen wichtigen Termin hat. Emanuel Egmont will wissen, ob die Gitarre was geworden ist. Ja, ist auch sehr schönes Holz, meine Güte. Wenn die Gitarristen das Instrument gespielt haben und sie gucken sich die Gitarre genauer im Detail an, dann weiß ich immer, dass sie dem Kauf näher sind als vorher, als sie sie nur gespielt haben. Sehr kommod, also macht sich fast alles von alleine. Macht Spaß zu spielen. Das ist glaube ich, so gekauft. Ein Bam, oder? Wenn zwei, drei gute Gitarristen in der Woche mal kommen, dann denke ich, wow. Viel Spaß. Ich kenne ja doch ganz schön viele. Und wenn mal eine Woche keiner kommt, dann denke ich, ach, ich muss meine Arbeit machen und gut ist, fertig. Emanuel Egmont ist gekommen, in den kleinen Durchschnitt. Mit dem großen Fernsehturm, der die Augen überall in der Straße nach oben zieht, auch wenn er gar nicht zu sehen ist. Der Ring wird heute abgeholt. Seinen letzten Schliff hat er schon. Der Stein, der Peridot, fehlt ihm noch. Der Stein kann auch kaputt gehen bei dieser Aktion hier. Das Anpassen der Fassung ist der allerletzte Schritt. Ui. Darf ich direkt gerne? Ja, genau. Vor allem musst du jetzt anprobieren, ob auch wirklich alles passt und so weiter. Das eine große Geschenk. Tochter und Mutter. Jetzt auch. Das hatten wir gesagt, zwischen den Schwimmhäuten. Also du kannst damit duschen, du kannst den auch Tag und Nacht tragen. Ich würde im Winter immer gucken, dass du nachts die Ringe absetzt. Das ist ja, das habe ich den Fehler schon bei dem anderen gemacht. Ich finde den Ring super schön. Der ist ein Traum. Genau wie ich es mir vorgestellt habe. Ich finde, die Farbe steht ja auch gut. Ja, ich mag die Farbe auch. Das ist auch echt mal ein bisschen was anderes. Mhm. Angekommen in Hamburg. Was Angelika nie gedacht hätte, als sie mit ihrem Chor auf Konzertreise war. Durch die sozialistischen Brüderländer. Ein Walkman für alle. Ich glaube, wir haben Herbert Grönemeyer gehört. Verbotenerweise, ja. Ich wollte nicht bei der Jugendweihe teilnehmen und habe das meiner Klassenlehrerin gesagt. Und die hat in einem Satz dann gleich noch gefragt, oh, was ist mit FDJ? Und weil ich einmal beim Nein sagen war, habe ich einfach gesagt, nö, auch nicht. Das war aber gar nicht groß überlegt, das war einfach ganz spontan. Die zweitbeste Schülerin nicht in der FDJ, dann muss sie von der Schule.
Ich wurde vom Abitur abgelehnt, aus diesen politischen Gründen. Und dann war die große Frage, oh mein Gott, was tue ich jetzt? Und da trat mein Onkel auf den Plan und bot mir letztendlich an, dass ich in der Firma, in der er angestellt war, einen Goldschmiede-Ausbildungsplatz bekommen könnte, wenn ich halbwegs begabt wäre. Die Goldschmiedelehre als Notausgang. Dann wird der Ausreiseantrag der Familie bewilligt. Angelika geht noch einmal mit der Kamera durch Erfurt. Vielleicht sieht sie es nie wieder. Es ist der 2. August 1989. Der Ring fertig, die Gitarre verkauft. Mit einem Kartoffelbällchen gebraten. Man könnte mal ins Öxle gehen. Erbsenpüree und das war's fast schon. Ich glaube, ich hätte gerne den Hirsch mit den Sachen. Den Hirsch, da gibt es dann noch Rahmenspitzkohl dazu. Das nehme ich auch gerne. Gerne. Den Hirsch also mit Kräuterseitlingen. Dass der Koch hier ein Händchen hat, mit Fleisch, aber auch ohne, hat sich über den Durchschnitt hinaus rumgesprochen. Sogar eine Küchenhilfe braucht Christian Planko jetzt. Hat er damit gerechnet? Gehofft, ja. Aber ich freue mich, dass es so gekommen ist. An manchen Tagen sogar mit zwei Servicekräften. Es war noch Sommer, als sich Angelika auf der Terrasse die Eheringe überlegt hat, mit Michaels Hilfe. Ja, ich glaube, sie hat sehr zarte Finger. Horn ist es dann nicht geworden, Holz. Dazu hat Michael aber auch eine Idee. Wenn man da eine Rille drin hätte und da wäre noch mal so ein goldener Streifen drin. Ach schön, ein ganz feiner Draht. So irgendwie so. Darüber muss Angelika erst mal nachdenken. So, das wäre dann der Hirsch mit Selleriepüree, Rahmspitzkohl, gebratener Topf mit Tambour und einem Kartoffelbällchen. Och, dieser arme Hirsch, ne? Ja. Oh Gott, haben die gut hingekriegt, ne? Ja, grüß dich. Nicht der Jungfernstieg, nicht die Elbchaussee, der Durchschnitt. Ich wünsche mir, dass es bunt bleibt, dass es gemischt bleibt, dass sozusagen aus allen gesellschaftlichen Schichten die Leute hier einen Platz finden. Wir wünschen uns, dass wir uns auch in 20 Jahren, dann bin ich 96, hör mal, dass wir uns in 20 Jahren auch unsere Läden noch leisten können bezüglich Miete. Was wünsche ich mir die letzten 20 Jahre meines Lebens? Dass Angelika meine Nachbarin bleibt. Ne?